Es gibt da etwas ganz Wichtiges, was sich jeder von uns jeden Tag aufs Neue klar machen muss. Wissen Sie, wie man die Kranken schützt? Indem man die Gesundheit stärkt von allen. Wenn nämlich alle gesund sind und bleiben, gibt es weniger Kranke. Es ist nicht der böse Virus, der uns umbringt. Es ist ihr Sitzfleisch, was sie umbringt, vor dem Fernseher. Es ist die schlechte Ernährung, die sie umbringt. Es ist die schlechte Luft in den Städten, vor allen Dingen in den Drittweltländern, die sie umbringt. Es sind die Chemikalien, die sie unnützerweise auf ihren Körper auftragen und in sich hineinstopfen, auf ihr Gemüse tun und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Kümmern Sie sich gefälligst um Gesundheit und nicht um diesen Corona-Scheiß. Tun Sie was für Ihr Immunsystem. Gehen Sie eine Runde spazieren. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun möchten, dann laufen Sie bitte nirgendwo draußen mit einer Maske herum. Die Maske hat schon in Räumlichkeiten einen sehr fragwürdigen Effekt, was Sie an den laufenden Diskussionen sehen können. Draußen hat sie garantiert keinen. Da gebe ich Ihnen sogar einen Stempel drauf, als Laie. Ja, ich habe mich draußen noch nie angesteckt. Im Gegenteil. Draußen werden Sie krank, wenn Sie sich eine Maske aufsetzen, wenn Sie damit joggen gehen, wenn Sie den Dreck einatmen, der da sich vor Ihrer Nase sammelt. Eine Maske draußen zeigt mir nur an, wie viel Schiss Sie in der Hose haben und im Hirn und ansonsten gar nichts.